Hallo zusammen. Heute haben wir den 20. Dezember und den 4. Advent. Also Zeit für die vierte Kerze. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So. Und das Anzünden unserer Kerzen, das war immer sehr problemlos. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, in der das ganz anders war. Die trotzige Adventskerze. Es war einmal ein Adventkranz mit vier dicken roten weißen Kerzen. Am ersten Advent wurde die erste Kerze angezündet. Die Familie versammelte sich und erfreute sich am Kerzenschein. Eine Woche später wurde die zweite Kerze angezündet. Und es verlief genauso. Problemlos wurde das Streichholz gezündet. Die Kerze ging an und es wurde wieder ein wenig heller. In der dritten Woche war es ganz genauso. Auch die dritte Kerze brannte sofort und die Familie hatte große Freude. Nun kam der vierte Advent. Und die vierte Kerze sollte auch brennen, aber diese Kerze wollte absolut nicht scheinen. Sie hatte sich vorgenommen, dunkel zu bleiben. Es gibt ja schon drei Kerzen, die brennen. Das ist doch Verschwendung. Warum soll ich auch noch mein Licht verströmen? Also versuchte der Vater der Familie, die Kerze anzuzünden, Streichholz an, tsch, an die Kerze gehalten. Nichts tat sich. Und das zweite Mal wieder ein Streichholz gezündet, an die Kerze gehalten. Und der Docht wollte nicht anbrennen. Der Vater wurde schon ein bisschen sauer, versuchte das dritte Mal und schon wieder funktionierte es nicht. Ganz wütend nahm der Vater die Kerze, riss sie aus dem Adventskranz und schmiss sie aus dem Fenster. Und gut, dass unten niemand vorbeigegangen ist, den er verletzen konnte, denn Dinge aus dem Fenster schmeißen, das ist keine gute Idee. Aber die Kerze rollte genau vor Bello, dem Hund. Der war gerade auf der Suche nach etwas Essbarem, sah die Kerze, beschnüffelte sie und beschloss, sie in seinem Maul mitzunehmen. Und dann lief er mit der Kerze in eine Laubenkolonie. Da stehen ganz viele Gartenhäuser. Zu Herrn Franke. Und Herr Franke war sehr traurig. Der hatte vor einem Jahr seine Arbeit verloren und hatte kaum was zu essen, war ganz alleine und lebte nun in einer Gartenlaube, weil er sich keine Wohnung mehr leisten konnte. Als Herr Franke Bello sah, freute er sich und dann erblickte er die Kerze. Und dann freute er sich noch mehr. Er nahm sie und sagte, oh, liebe kleine Kerze, das ist aber schön. Was für eine Überraschung, Bello. Vielen, vielen Dank. Dann nahm er die Kerze, stellte sie ganz vorsichtig auf den Tisch, nahm ein Zündholz und zündete die Kerze an. Und was sage ich euch? Die Kerze brannte. Die Kerze hat sich gedacht, ach, jetzt ist der Herr Franke so glücklich. Er lächelt und nun will ich auch brennen. Und dann sagt Herr Franke, guck's, Bello, schau mal, wie schön. Jetzt ist der Advent auch zu uns gekommen. Auch in unserer Hütte wird es ein bisschen heller und wir haben eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank. Das war die Geschichte von der Kerze, die nicht brennen wollte, es sich dann aber letztendlich doch anders überlegt hat, weil sie einem Menschen eine große Freude machen wollte. So, jetzt sind es nur noch 4 Tage bis Weihnachten. Und was es morgen zu schauen gibt, lasst euch überraschen. Tschüss!